Minecraft, herzlich willkommen zu einer deutschen Folge Sky Factory. Na, jetzt hat gerade Mephisto geschrieben. So, jetzt habe ich gerade schon ein bisschen gespoilert, weil ich möchte unsere Pulverizer schneller machen. Die sind einfach zu langsam. Ja? Hier hinten kommt jeweils ein doofes Sand an und das ist einfach zu wenig. Und ich habe mich mal hier umgeschaut und dieses Speed Upgrade von X-Artist, Atris, ist wohl... ist wohl das Richtige. Und ich gehe mal gerade ins Teamspeak. Nein, nicht aktualisieren. Dann connected. Connecten wir mal zum Server. Channel switched. Und sagen, Mephisto, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, gerade erst aufgestanden. Ja. Total im Sack. Moin moin. Also ich habe jetzt das X-Artis Atris Upgrade gefunden. Lass mich kurz mein Spiel starten, das ist schon unterwegs. Bist du schon in der Aufnahme oder? Ja, ich bin schon drin. Aber ich dann glaub, noch das, ganz kurz. Ich glaube, das ist es. Ich mache das jetzt einfach. Dann brauchen wir Invar, glaube ich. Ich glaube, die Grippewelle hat mich auch erwischt. Zum Glück ist die per Internet nicht übertragbar. Wie bitte? Zum Glück ist die mit Internet nicht übertragbar. Ja, überleg mal, Computerviren gibt's auch. So. Ich bin mich gerade zurück. Kann ich dir sagen? Moment, ich weiß es vielleicht gleich selber. Nein. Ah, Moment. Warum kann ich das rausnehmen? Also, den. Na gut, du hast einen Resonant Pulverizer, hast du gesagt? Jawohl. Das heißt, er hat rechts oben bei Augmentation dann, glaube ich, 6 Slots. Ja. Davon kannst du zum Beispiel... Also wenn du... Na, kommt vorne an. Was möchtest du genau mit dem Pulverizer malen? Also was zu was? Stein zu Gravel. Und Gravel zu Sand. Ah, du möchtest sozusagen die Arbeit für die Siebmännchen vorbereiten. Theoretisch, ich möchte Glas produzieren. Achso, geht auch, ja. Gut, du hast dann jetzt oben rechts 6 mögliche Augmentations und hast drin den integrierten Servomechanismus, ja. Den integrierten Redstone-Schaltkreis. Das integrierte modulare Framework, ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich übersetzt. Ich glaube, das gibt es im Deutschen auch. Und jetzt 3 freie Slots unten drunter. Jo. Dann suchst du einfach nach Augment. Im Nein. Das war zu einfach. Genau. Und dort suchst du dir dann das Zeichen, zumindest in meinem Texture Pack hat es sowas wie ein Tacho von einem Auto. Ja, hier unten. Space-Time-Flux. Und du musst alle Upgrades reinmachen. Du musst mit dem Grauen beginnen, dann kommt das Gelbe und dann das, keine Ahnung, Türkisene. Also, ja, Eisen, also Eisen, du musst, Gold und Diamant. Du musst halt nicht alle reinmachen, aber du musst mit dem Kleinen anfangen. Du kannst nicht das Dicke zuerst reinsetzen. Das steht auch, glaube ich, da. Oh, okay. Dann haben wir uns ja, sonst benötigt alle vorangegangenen Level, dass sie installiert sind. Okay, dann machen wir das mal. Dieses hier. Bronze, Redstone Reception Coil und Redstone. Bronze hat man irgendwo hier. Ich wollte übrigens mal mit Mahandi sprechen, wegen Minecraft City 2. Ja. Aber ich habe ihn nicht erreicht. Schade. Ich habe den vor über 2 Wochen angeschrieben und habe noch kein Feedback bekommen.
Finde ich sehr schade. Ja, ist es definitiv. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja noch kein Release-Datum. Ja gut, trotzdem. Huch, nanu. Seit wann gibt es bei dir einen ordentlichen Weg und eine Gemüsehecke? Tja. Letzte Folge. Bronze. Ich glaube, ich hab's verbraucht. Gut, es passt zu dem Schloss. Zu dem was? Es passt zu dem Schloss. Ja, und es ist noch nicht ganz fertig. Ich habe mir was ganz Spezielles für den Weg überlegt. Ach, wir brauchen ja alles doppelt. Was soll denn das? Oh, ein Schlossgarten wird es auch noch geben. Wo meinst du? Hinten dran. Baumfarben und Co. Komm mal nach vorne. Du kannst auch vorne reingehen. Nein, 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 nein. Och man. Guckst du? Kein Hunger. Geheimeingang. Rollladentor. Steht da. Garagentor. Ja. So, Redstone Reception Coil brauchen wir nochmal. Außerdem hat man gesehen, wie du das gebaut hast. Das hast du als Vorspann von deinem ersten englischen Let's Play gehabt, wie du das hier vorne baust. Ja. Mit den Druckplatten für diese Türen. Genau. Ich habe aber jetzt, heute machen wir wieder eine deutsche Folge. Englisch ist schon ein bisschen anstrengend vom Aufnehmen her. Ja, habe ich festgestellt, müsste ich erstmal überhaupt üben. Verstehen tue ich es super, aber wenn ich sprechen soll, dann... genau. So, was gehört jetzt da unten nochmal rein? Ach so. Ist das Ding riesig? Was? Das Upgrade, wenn du es in der Hand hältst, gib mal her. Ach so, Moment. Nutzer hier. Achtung! Bam. Oh yeah. So, jetzt. Also, Pulverizer. Oh ja. Oh ja. Das ist ja schon mal. Ach ja. Das geht ja richtig ab hier. Was richtig? Eine Glasautomatisierung sollte ich auch mal nochmal machen. Jetzt geht's hier ab. Ja, das war das, was mir noch gefehlt hat. Ich habe nämlich schön diese Mega Pulverizer gebaut und habe extra meine Lootbags unten gefüllt, geleert. Ja, jetzt kommt mehr Sand. Was, jetzt an gefüllt wie oder geleert? Geleert. Jetzt kommt mehr Sand an, wie der Furnace verarbeiten kann. Perfekt. Ja, der ist zwar cool für den Anfang der Alloy-Smelter, aber wenn du es schnell machen möchtest, musst du auch von Thermal Expansion den, keine Ahnung, Redstone Furnace bauen oder wie das Ding heißt. Ich brauche nur noch 20 Solarzellen, damit bin ich durch. Wir könnten schon mal die Solarzellen auslegen, weil ich habe mir was Besonderes. Ja, Redstone Furnace ist richtig, den kannst du auch Resonant bauen und dann kannst du da auch richtig Gas geben. Weil ich habe mir was für den Weg draußen überlegt. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich gut aussieht. Machst du da Zellen hin? Jawohl. Nee. Nein. Jetzt bleibe ich da hängen. Was soll denn das? Brauche schon mal 3 Solarzellen weniger. Ja, die zählen halt nicht wirklich als halbe Slab-Stufen oder sowas. Ja. Die sind, wenn du guckst, auch sind die auch niedriger wie eine halbe Stufe. Ja, ich seh's. Aber ich dachte mir, das wusste ich aber auch nicht. Wäre vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit, den zum einen den Weg zu gestalten und zum anderen die auch irgendwie so anzuordnen, dass sie nicht, dass man die ein halbes Feld höher setzen kann. Nee, geht leider nicht. Ja, trotzdem schade. Ich habe gesehen, in Minecraft 1.10 gibt es anscheinend Auto-Jump, wenn du hier so ein Ding hoch willst. Ja, genau, das gibt es ja schon seit der 1.8, glaube ich. Na gut, das ist mir, ich habe ja noch nie was Höheres gespielt, ich habe mich jetzt nur mal ein bisschen mit der 1.10 beschäftigt. Dann müssen wir da aber Holzslabs hinmachen. Kannst du zufällig Obsidian abbauen? Ja, wie immer, ja, natürlich. Dann musst du nur einen wegmachen. Ich habe meine Pickaxe noch nicht umbenannt. Doch, habe ich. Mit der Mac Pickaxe geht's. Ich habe es mit dem Schwert vergessen. Hm. Holz.
So, falsches Holz. Ui. Nein. Da, hier ist er, der Block. Kannst du auch Ding abbauen? Den Enchantment Table. Klar. Ja, da stehe ich eine halbe Stunde dran. Oder verfutter ich dir halt deinen Kuchen weg? Wo ist der denn? Kein Problem. Auch draußen. Auf dem Weg. Rechts vom Weg. Also wenn du rausläufst, links. Rauslaufe links. Ah! Hinter der Truhe versteckt. Hubala. Das dauert echt lange, okay. Jetzt läuft es aber. Doch auch in echt irgendwo, glaube ich, so Fahrradwege oder so in irgendwelchen Ländern inzwischen, die Solarzellen sind. War das nicht in den Niederlanden oder so? Ha, ich bin voll innovativ. So, wo möchtest du denn den Schatten? Obwohl, ich stelle die einfach hier hin. Weil die Tür vor der Nase zugeschlagen. Hier in die Diamantkiste, bitte. Ach nee, wie ging das nochmal? Bei mir ist die Taste Ü, aber ich glaube, ich habe sie umgelegt. So, weil ich möchte in meinem Keller noch einen Riesenenergiespeicher aufbauen. Auch noch so viel zu tun. Hier, komm mal runter. Eine Etage. An diese Wand sollen lauter Capacitor Banks. Die komplette Wand. Wie dick? Ein Block. Oh, dann ist es ja ganz putzig, der Energiespeicher. Wo sind denn die ganzen Fledermäuse, die man hört? Unten drunter? Unten drunter ist die Mobfarm. Also zwei Etagen drunter. Oh, da ist ein Enderman. Stirb! Was muss man denn machen, um Moment, jetzt macht er noch Kraft, dann höre ich dich vielleicht nochmal. So, was muss man denn eigentlich machen? Was waren denn die Voraussetzungen für das Ende? Für was für ein Ding? Für das Ende. Das Ende? Ja. Entweder du baust dir wirklich so ein Endportal-Frame zusammen aus Sachen, die du nur aus Legendary Lootbags bekommst. Oder? Dann darfst du, kannst du damit sogar cheaten. Schnapp dir mal so ein Lootbag? Nein, 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 das machen wir nicht. Du sollst es dir nur angucken. Ich habe nicht gesagt, dass du es machen sollst. Jetzt öffnest du ihn und sag mir, was drin ist. Aber dann kann ich ihn nicht mehr zurücklegen. Dann hast du halt einen aufgemacht. Vibrant Alloy, Draconium und Diamond Boots. Kannst du zum Beispiel das Draconium rausholen? Kannst es dann gleich vernichten. Und dann? Dann legst du den Lootbag oben in dein Crafting-Inventar und machst aus dem Legendary Lootbag vier kleinere Lootbags. Die kannst du wieder zum neuen großen Lootbag vercraften und dann hast du neue Sachen, die drin sind. Du kannst auch alles drin lassen. Ja, natürlich, wenn es dir nicht gepasst. Solange du ihn nicht leer machst, kannst du alles rausholen, bis du einen Gegenstand und immer wieder neu machen. Das ist total gammelig. So haben sich meisten Leute am Anfang hier auf dem Server alles zusammengecheatet. Genau, das habe ich gehört. Deshalb habe ich jetzt einfach alles rausgenommen und dann ist halt der Loot weg. Wir brauchen alle. Ansonsten wäre noch viel einfacher, einen Endcake zu bauen. Das Ganze mal gebaut. Moment. Wie bitte? Du baust dir einen Endcake. Du nimmst dir zwei normale Kuchen, einen goldenen Apfel in die Mitte und machst 6 Eye of the Ender drumherum. Kannst ja nachgucken im Nai, wie es gebaut wird. Den stellst du dann irgendwo hin und fütterst ihn, glaube ich, mit weiteren Enderaugen. Und wenn der Kuchen voll ist, kannst du ein Stück abbeißen und kommst automatisch ins Ende. Ja, weil ich habe letztes Mal, ich bin einfach so ins Ende gegangen. Also ich habe die Voraussetzungen nicht erfüllt. Ja, gut, das ist. Das heißt, ich habe auch einfach diesen Endkuchen zu bauen. Also, dass ein McFisto da die ganzen Kuchen wegfuttert. Aber ich glaube, mit den Lootbags findet man genug Kuchen. Ja, ich habe unten noch 50. So, also, dann hauen wir mal das Zeug hier in die Kiste.
So, wir brennt alle, haben wir hier hinten schon drin. Brauchen wir dann für die Capacitor Banks. Die Stiefel kommen hier hin. Das machen wir raus, da kommt das rein. Draconium, das ist das erste Draconium, was ich gefunden habe. Hey, wo stellen wir den Typen dahin? Stellen wir mal hier drauf. Wie geht denn hier dein Liquid XP Tank? Der geht ja gar nicht leer. Das ist nur ein Block. Dann lässt ihn irgendwie auffüllen. Hey. Oder? Ne, bei mir wird er leerer. Du bist hast ihn ja gleich leer gemacht. Juhu! Eine Etage. Musik, hörst du das auch? Ja, ja. Eine Etage drunter habe ich ein paar XP-Bärbüsche. Ah. Boah, ich gehe mal Hühnchen töten. Hühnchen? Wo gibt's Hühnchen? Hier unten. Ich habe mir ein paar gemacht. So. Geht's nicht runter? Andere Seite. Eins ist Serviceaufzug und andere ist normal. Oh, ja, ein paar Büschchen. Aber ich sehe keine Hühnchen. Ja, ich habe die schon getötet. Hier. Ah, so Hühnchen. Du hast einfach einen Raum, damit sie nicht groß wegfliegen können. Genau. Und damit sie nicht in den Büsche, die sammelst du selber ab, oder? Wie? Die Büsche? Nee, die sind per Hand. Sammelst sie selber ab? Nein, per Hand. Haha. Ich sehe keinen Harvester, das meinte ich. Büsche her. Ich habe mir viele Steinchen gemacht, beziehungsweise Marble und so Zeug. Da kommen die ganzen Büsche als Drops raus. Ah, okay, wusste ich jetzt nicht. Genau. Der Kuchen ist einfach zu lecker. Futter, Futter. So. Und Glowstone. Fällt mir ein, ich sollte ihn echt auch langsam mal frühstücken. Ja, ich bin auch gleich durch. Wow, dieses Ding von Nim wird immer größer. Ja. Und je länger, desto größer. Ja, nee, es wird ein Riesentower. Yes, das sieht aber cool aus. Muss ich auch mal wieder vorschauen. Ach so, warte mal, ich hatte. Ach, du bist schon wieder weg. Ich hatte dir nämlich irgendwann mal ein paar Federn geklaut. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt Federn besitze. Doch, du hattest, glaube ich, 4 Stück. Und dadurch konnte ich dann enchanten. Ach je, ganze süße 4 Federn, cool. Haben wir eine Folge gerettet. Was liegt denn da nebendran, Ulgiges? Ein Enchantment Table bei deinem Nachbar ganz oben. Hast du einen neuen Nachbar bekommen? Der sagt mir jetzt gar nichts. Auf welcher Seite? Auf der rechten? Direkt nebendran, wo ich bin. Wo bist du? Mit dem Emerald-Eingang. Obwohl, nee, das ist... Nee, das ist Bergarbeiter oder so. Der ist schon lange da. So. Gut, dann war's das auch von der heutigen Folge. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Und hast ja Glück, dass du mich erwischt hast, dass ich auch schon reden konnte und nicht nur dich zugegähnt habe. Naja, das war am Anfang ja auch so. Also dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Mike Fisto. Bis Corona. Ciao.